Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio C-Blocks hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier fleißig dabei und wollen uns ordentlich was produzieren, damit wir eine zweite Sortieranlage hier hinter bekommen. Und ja, das könnte quasi jetzt der Fall sein, ne? Dass wir das hinkriegen. Dann müssen wir noch ein paar Steine uns produzieren. Machen wir hier mal ein paar. Habe ich noch ein bisschen, warte mal, Rohmaterial? Hier haben wir noch Rohmaterial. Okay, dann produzieren wir ein paar Steine. In der Hosentasche schnell. Achso, ja, nee, da wollte ich eigentlich die Sortieranlage machen. Nun gut. So, wie sieht es hier aus jetzt so mit dem Verbrennen von dem Material? Das sieht nicht ganz gut aus. Hier staut sich ein bisschen was an, aber wir hoffen, dass es besser wird. Gut, dann bringen wir nochmal Kohle in unsere Energiezentrum. In unser kleines Energiezentrum momentan. Aber hier sieht es ja erstmal ganz gut aus. Ja, passt. Also da haben wir, glaube ich, gerade was hingebracht. Gut, die Steine sind nämlich wichtig, die braucht man nämlich, die müssen wir nämlich verkochen noch. Damit wir dann auch wieder neue Öfen bauen können. Da braucht man nämlich auch welche für. Ach, da kann ich schon welche machen. Warte mal ganz kurz. So, dann machen wir mal 1, 2, 3, 4 weitere Öfen. Dann brauche ich mein Holz. 10 mal Holz. Dann machen wir noch ein paar Kisten erstmal. So. Und dann bauen wir uns hier eine Sortieranlage. Da brauchen wir... Achso, die Steine brauche ich dafür schon. Okay. Gut, dann koch hier mir mal ein paar Steine durch. Moment. Machen wir noch ein paar mehr. So. So lange müssen wir es hier von Hand betreiben. Bleibt nicht anders über. Aber es ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Also kontinuierliche Eisenproduktion. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier hinten haben wir Sandproduktion. Da haben wir nochmal 90 Sand dazu gekriegt. Da können wir dann das demnächst hier hinten zuschaufeln. Unsere... Oh, das ist ja schon... Unsere Umweltverschmutzung ist ja schon mal ganz ekelborstig. Also die kriegen das hier schon mal volle Suppe ab hier. Eieiei. Da bin ich auch gar nicht mehr so weit weg von, ne? Dass ich die denn da mal irgendwann... angreifen muss. Ach, das sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus von oben hier, ne? Ah. Hübsch. Sehr hübsch. So. Huge. Das erstmal zu dem. Dann machen wir hier nochmal von Hand den Umschaufler. Jetzt haben wir noch ein bisschen Drohne spielen, bis wir dann mit allem fertig sind. Müssen wir dann noch. So. Weil wir brauchen ja auch 60 mal durchgekochte Steine. Ich kann aber hier hinter eigentlich schon mal das aufbauen, was ich denn aufbauen möchte, ne? Also ich brauche auf jeden Fall eine Kiste. Die von da drinnen belegt wird. So. Und dann geht das hier in einen Ofen und da in einen Ofen. So. Das Ganze braucht dann auch irgendwie ein paar Strömlinge. So langt das hier. Das ist das einzige Problem, was dabei entsteht. Das sind irgendwann hier nur Eisen. Platten drin sind. Oder nur Kupferplatten, ne? Und halt Schlagge. So, dann müssen wir den hier auch schon mal. Und dann machen wir den Pick-up mal von da. Na gut, okay. Könnte sich ausnivellieren, könnte aber auch zu Problemen führen. Na, das müssen wir mal beobachten, den Fall. Da könnten auf jeden Fall Dinge passieren, die vielleicht nicht ganz so optimal sind. Das könnte hier noch zu Komplikationen führen. So, und ab und zu müssen wir hier den Slack rausnehmen und hier müssen wir ab und zu den gekräuselten Sand rausnehmen. Und dann sollte das alles wieder... zu nockeln. So. Ja gut, hier ist jetzt die Produktion von dem Teil dran. Achso, habe ich noch ein paar rohe Steine, dass ich hier noch ein paar rohe Steine reinschmeißen kann. Damit ich denn da von den Backsteinen genügend habe, wenn ich sie dann brauche mal.
Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Die brauchen wir gleich für den nächsten Ofenaufbau. Hier hinten, hinter der Maschine. Hier muss ich die Produktion bloß einmal umstellen, ne? Dass die jetzt, warte mal, das machen wir schon mal. Damit denn das hellblaue, die hellblaue Kette, hellblaue Kette bleibt, ne? Hat der natürlich genau das Falsche in der Hand. Kann ich mir das nehmen von ihm? Ah, nein. Rupfen wir halt einmal ab. Was soll's. So. So. Gut, der sollte jetzt dann immer voll bestückt werden. Der sollte das immer rauslegen. Hier, die können das immer verbrennen. Da liegt jetzt ein bisschen Eisenerz drin. Was natürlich jetzt das Problem ist, dass da einmal Eisenerz er da oben nochmal kriegen muss, damit er hier unten auf Kupfer kommt. Jetzt kriegt er dann noch ein Eisenerz. Naja, wie gesagt, also das könnte hier natürlich jetzt ein Problem werden. Da müssen wir nochmal gucken, dass er da vielleicht filternde Greifarme machen. Habe ich die Möglichkeit eigentlich schon? Nee. Wann kann ich die erforschen? Filternde Greifarme? Müsste doch unter Logistik irgendwas eigentlich, nee. Da sind sie noch nicht dabei. Hier ist Near Inserters, Drop Offset to be configured. Okay. Schneller Greifarm. Express Inserter. Da ist irgendwo dazwischen, ne? Wo führt denn das hin hier? Express Inserter, More Inserters, Rotation Configuration, okay. Gibt es den Filter nicht mehr oder kann man die alle jetzt filtern lassen? Filter. Ah, Greifarme, die sich bessere Elektronik schneller bewegen und eine Filterung der Gegenstände ermöglichen. Ah ja, schnellere Greifarme. Also da müssen wir hin. Okay, dann haben wir auch Filtergreifarme hier, die denn dort Dinge tun für uns. So, jetzt haben wir... Achso, die Öfen, die... Ein Ofen oder zwei Öfen kann ich ja mal für den Hausgebrauch hier oben stehen lassen. Falls wir mal irgendwie von Hand was produzieren müssen, wie zum Beispiel dann Backsteine oder sowas. Obwohl die für den Hausgebrauch hier unten ganz gut wären, ne? So, wie sieht's denn nun hier aus? Hier sammelt sich jetzt schon das Kupfer an, über Wochen. Leg mal lieber das da rein. Gar nicht mehr so cool, ne? Also den Zustand, den muss ich da muss ich wirklich dann irgendwann an filternde Greifarme bekommen. Oder kann ich das noch anders da rausfiltern? Jetzt erstmal auf die Schnelle, weiß ich gar nicht. Doch, ich könnte es über Fließbandteiler machen, ne? Fließbandteiler wären möglich. So, aber wie ich Fließbandteile habe, muss ich natürlich forschen. Und deswegen müssen wir die Forschung wieder aufbauen. Da gehen wir hier hin in den Bereich rein jetzt. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das hier mit den Strommasten mache. Naja, gut, geht ja noch. So, wollen wir da Stromfressende, also Stromverbrauchende, nicht Stromfressende, Stromverbrauchende Unternehmen für nehmen? Könnte man theoretisch ja machen, ne? Dann muss ich die aber erstmal herstellen und von den Burnern habe ich noch genug, ne? Ja, von den Burnern habe ich noch genug. Dann nehme ich jetzt den Brenn. Welche die Birnen? Achso, warte mal. Kann ich das ein bisschen freier aufstellen? Machen wir das hier hin. Du machst für die Forschung das da, du machst das da, du machst das da. Davon haben wir noch 82, von denen haben wir nicht mehr so viel. Hier brauchen wir ein paar Eisenplatten, dann gehen wir ein paar rein. Dann können wir noch hier ein paar Forschungsflächen erstmal herstellen. Für unser Forschungsorgan. So. Dann brauchen wir doch Strommast hier, ne? Gut. Knickarme brauchen wir jetzt. Ne? Jetzt habe ich das ganze Eisen da reingetan. Natürlich ungünstig. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 Stück. So, machen wir ein paar Knickarme.
Das kann jetzt ruhig ein bisschen was dauern noch. So, haben wir hier überall alle Knickarme, die wir schon brauchen, dran? Nee, ne? Also hier fehlen auch noch ein paar, glaube ich. Nee, hier sind sie alle dran, da sind sie alle dran. Der kriegt keine Steine. Der ist nicht immer voll ausge... Also es ist vom Verhältnis her, würde ich sagen, müssen die noch ein bisschen schneller werden. Die Förderbänder nicht, weil wir sehen, es geht alles. Also wir könnten hinten vielleicht eventuell hier noch zwei ansetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir hätten da 10 jede Seite. Ich glaube, das wäre ganz cool, ganz brauchbar oder auch nützlich. So, gut. Jetzt brauche ich hier die Knickarme. 1, 1, 2. So. Du greifarmst von da, du greifarmst von da und du kennst das hier, du bist ein Forschungsinstitut, du kennst das auch. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein bisschen Kohle hier. Und so. Dann macht man da unten ein bisschen Forschung. Das ist nämlich auch schon, wäre nämlich auch ganz cool, wenn wir da ein bisschen an Forschung kommen würden. So, jetzt liegt hier immer von neben. Das ist eigentlich der kurze Moment, dass von Nebenmaterial mal ein bisschen drinnen liegt, weil dann kommen die Öfen nicht durcheinander. Es darf halt nur nicht überlaufen. Das ist dann das nächste Problem. Ja. Und der Greifarm, der macht mich hier natürlich. Der macht sich natürlich fertig hier. Naja, gut. So, gut. Dann brauchen wir jetzt das Gerät hier. Dann können wir das dann hier bestücken. Pickup Position ist diese. Du machst diese Rotierung hier. Und dann müssen wir dich natürlich hier hinten noch versorgen mit einer Kiste, in die du reinpappen kannst. Aus die ausgepappt wird und auch wieder reingepappt wird. So. Habe ich den in die richtige Richtung gebaut? Ja. Dann brauche ich hier die Öfen. Da. Uno. Due. So, dann brauche ich jetzt hier unten erstmal die Strommastverbindung wieder. Ha, langt so. Gut. Sehr schön. So, dann holen wir uns ein bisschen Kohle ran. Und hauen hier die Öfen mal voll mit Kohle. So, dann können die hier nämlich brennen. Und dann machen die nämlich hier auch schön Kupfer und Eisen. Und das kommt hier in die Kiste rein. Und dann kann ich mich dann immer schön fleißig bedienen dort. Und dann habe ich ein bisschen Material, welches ich eventuell in die Forschung geben kann, damit ihr die Forschung richtig produzieren kann. Das sieht schon mal ganz gut aus hier, würde ich sagen. Also so vom Grundsatz her könnte da hier einiges funktionieren und gut laufen. Ich bin schon mal begeistert. Gut, okay. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf den Stromverbrauch. Ja, wir sind an der Obergrenze schon wieder angelangt beim Strom. Und dann müssen wir uns vielleicht doch Gedanken machen, dass wir dann bald wirklich unsere Kohleproduktion erweitern, damit das dann kontinuierlich hier den Stromfluss stützt und wir eventuell noch ein zweites Wagenrad daneben aufbauen können, um mehr Energie zur Verfügung zu haben, um dann mehr zu produzieren. Ah, man kennt es. Das ist immer wieder das Gleiche. Ne? Da möchte man und muss man und da will man und unbedingt. Und dann hat man aber auch wirklich richtig, richtig, richtig viel zu tun. Aber das ist gut so. So. Hier hat man dann noch ein bisschen Slack extra. Sehr schön. Müssen wir eine Slack-Rückführung machen dann nachher oder beziehungsweise dass es dann gecrushed wird oder so. Werden wir mal gucken. Aber so können wir hier regelmäßig mal sozusagen dafür sorgen, dass hier noch ein bisschen mehr da ist. Dann produziert ihr hier auch ein bisschen mehr und dann haben wir von dem anderen Material mehr. Naja, gut. Also ich glaube, das ist schon ganz gut aufgebaut. So, jetzt müsste man mal überlegen, also das ist natürlich jede Menge Platz hier oben an Sand, den ich hier oben reinschmeißen muss, wenn ich das dann nochmal anbaue. Und genauso brauche ich hier nochmal Sand für diese Produktion. Und dann müssen wir das auch nochmal wieder anders organisieren, damit die Kohle wenigstens oben ankommt, damit wir einen Anlaufpunkt für die Kohle haben. Und so wie das aussieht, ist das hier mit dem einen Ofen für diese ganze Produktionskette einfach doch zu klein gewählt. Also der Ofen kommt einfach nicht hinterher. Der ist zu langsam dafür. Einen besseren Ofen haben wir noch nicht. Und über den erforschen können. Oder haben wir einen besseren Ofen? Ne, haben wir noch nicht. Was ist das denn hier? Gewässerpumpe-Bauplan. Jetzt anders aus?
Achso, ich bin übrigens, also das habe ich am Anfang, doch, die sieht anders aus jetzt. Guck an. Ah ja. Aber braucht noch keinen Strom. Das ist gut. Also es kommen ja immer wieder neue Grafiken hinzu jetzt, ne? Also es ist ja soweit, dass wir jetzt stramm auf die 1.0 drauf zugehen. Das freut mich auch, dass das so passiert und ja, mal gucken, ne, was wir da dann alles Schönes draus machen können. So, gut, 81 mal Sand haben wir hier, wir haben über 400 mal Sand, das ist schon mal nicht schlecht, aber wird nicht weit führen, denn, ja, wie gesagt, also wenn wir das hier einfach nach unten hin durchspiegeln, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, am blödesten, am dümmsten, hätte ich was gesagt, aber nein, so sagt man natürlich nicht. So, hier könnte schon sein, dass, na, es geht noch, 1,4 zu 1,8K. Da sind überall noch grüne drin, ne? Aber früher oder später werden wir hier mit den grauen, braunen Algen hier ein Problem kriegen. Die müssen wir dann mal wegsammeln, damit wir die dann schön zu Papier machen können und ähnlichem, ne? Das wird dann mal früher oder später fällig. Gut, ja, jetzt ist erstmal Forschung angesagt. Wenn die nächste Forschung fertig ist, dann können wir mal gucken, was wir mit Logistik machen können, ne? Das sollte ja jetzt demnächst soweit sein. Und das produziert genau ein Forschungsfläschchen, genau. Da ist die Forschung durch. Wir haben jetzt die Logistik erforscht, können also jetzt Teiler machen. Und mit diesen Teilern, da können wir auch filtern. Weil da kann man einstellen, welches Material in welche Richtung soll. Und da könnten wir theoretisch dann durchfiltern, dass wir dann sagen, also es ist natürlich ein teures Bauteil, ne, mit 14 Eisenzahnrädern, ein Basisteil, Fließband, Tinplates, die wir noch nicht haben, wo wir noch nicht dran sind. Das ist natürlich dann alles eine Sache der... Oh, das könnte noch ein bisschen was werden. Wir müssen jetzt versuchen, Materialien zu sammeln erstmal, um vielleicht das, was wir jetzt als Rohstoffe kriegen, noch besser verarbeiten können. Ich denke, das sollte unser großes Ziel sein. Ja, die Assembly Machine, die kleine brauche ich an den nicht. Erstmal Long Inserters. Allows Inserters Range to be Config. Das könnte man vielleicht, aber Optik, ich wollte erstmal Optik, genau. Ich wollte Optik starten, damit wir dann erstmal demnächst uns auch Lampen selber bauen können, weil die auch recht wichtig sind, dass wir dann hier nachts was sehen. Gut. Heißt also, wir werden jetzt den Umbau dann früher oder später hier vornehmen, wenn wir dann genügend Material haben, auf die Slag-Slurry-Produktion mit allen möglichen Konsequenzen, alles was man dazu braucht. Das heißt, wir brauchen dann eine funktionierende Schwefelproduktion beziehungsweise dann auch eine Schwefelentsorgung, nicht in der Schwefelwasseraufbereitung. Dabei sollte immer ein bisschen mehr Schwefel über sein, als gebraucht wird. Und natürlich brauchen wir Platz dafür. Ich werde... Wo wollen wir uns denn ausweiten? Also wir könnten ja theoretisch versuchen... Hier unten haben wir noch ein paar Gärten und ein paar Bäume. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier oben haben wir Gärten. Da müssen wir auch nochmal in die Richtung gucken, was wir da forschen müssen. Und dann brauche ich ja eigentlich jede Menge Platz, ne? Theoretisch könnte man... Das wäre eine Idee. Ich könnte das nach hier hinten verlängern und dann das einmal quasi im Zuge der Umsetzung des Dexteries dann versetzen alles ein Stück nach hier. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Da gewinnen wir den Platz dann hier zwischen, dass wir dann hier wieder sozusagen dann, wenn wir diese Sortieranlagen haben, dass wir dann natürlich auch diese anderen Öfen, die wir hier dann bekommen, naja, haben wir ja schon zum Teil, dass wir dann dort sozusagen die ganzen Mixturen und alles sowas herstellen können. Ich glaube, da brauchen wir dann auch ein bisschen Carbon mal ab und zu, um Eisen herzustellen oder Stahl oder irgendwas. Und dann haben wir auch die Stahlherstellung da auch gleich dann mit dran, also dass wir dann ab und zu mal ein bisschen Stahl machen können. Das ist, glaube ich, so... Ja, ich glaube, in die Richtung müssen wir jetzt denken. Gut, heißt also, wir werden jetzt noch verzweifelt wieder mehr Sand brauchen. Aber das kennen wir ja. Das heißt, ich werde jetzt auch... Obwohl, ja, 400, ja, 22 hat er jetzt gemacht. Kann ich das ausmessen? Ich glaube, ich kann das ausmessen, oder? Blaupause. So, wenn ich das Stück hier, wenn ich so weit zum Beispiel nochmal nach hinten rein will. Und dann Kacheln. 1100 Sand brauche ich dafür. Ach ja. Wasser geht jetzt auch mittlerweile, okay. Kann ich auch nicht auswählen.
Achso, das kann ich auswendig machen. Cool. Also, ungefähr 1100 Sand brauche ich dafür, um quasi dieses ganze Gelöt in die Richtung auszusetzen, dass das nach da drüben, also nach hier drüben kommt und wir dort sozusagen die ganze Produktion einmal weiter nach links versetzen können. Und dann hier den Platz gewinnen für die weitere Aufbereitung und Verarbeitung des Materials. Cool. Coole Sache das. Also, da haben wir Ziele, die wir erreichen wollen. Und dann werde ich da wohl mal so einen Burn Crusher daneben stellen und werde in meinen Slack, den ich habe, auch immer hier reinfeuern, damit der dann... oh, das ist ja so groß. So, du machst das hier aus meinem Slack. Slack, habe ich gerade keinen bei. Aber du weißt, was ich meine. Muss ich hier extra noch ein Mast deswegen hinstellen? Gut, und dann müssen wir hier Kohle reinlegen. Ja, wir laufen irgendwann in ein Stromproblem, glaube ich. So, dann kann ich da immer mal ab und zu Slack reinschmeißen, wenn ich den denn über habe. Dass dann quasi aus den Überbleibseln, die hier entstehen, immer Sand wird. Da glaube ich ja auch nicht verkehrt. Wenn wir das so rumorientieren, haben wir schon mal Stromausfall? Noch nicht ganz. Dann haben wir kontinuierliche Sandproduktion so ein bisschen nebenbei immer. Aber wie gesagt, 1100 Sand ist natürlich auch schon eine Menge. Das muss man ehrlich sagen. Also vielleicht müssen wir das dann auch ein bisschen einkürzen. So, hier oben haben wir Matt. Matt. Mal hier mit dem Modder. Mach da mal rein den Modder. Und noch ein bisschen mehr Sand. So, die Optikforschung ist beendet. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Am Rande. So, gut. Das ist doch schon mal schön. Wir wollen quasi entweder die Flaschen oder die Flaschen haben. Also sowohl das eine als auch das andere möchte ich gerne haben. Natürlich brauchen wir auch das andere Labor noch dafür, damit wir die zweiten Flaschen dann benutzen können. Dann brauche ich hier die Aufbereitung, ne? Das brauche ich auf jeden Fall. Obwohl, nee, habe ich die schon? Die erste Aufbereitung? Ah, hier. Die brauche ich auf jeden Fall. Um dann... das Sulfuric Wastewater, was anfällt in der Produktion beim Schlacken, Verflüssigen und der ganzen Produktion, die hinterher ist, dass ich das dann wieder verwerten kann für unsere Zwecke und dort wieder Schwefel draus gewinnen kann. Uiuiuiui. Es ist viel los. So, wie viel haben wir jetzt hier schon an dem Plan? Oh, das ist gut. Oh ja, das ist sehr gut. Also da könnten wir jetzt so wirklich so langsam aber sicher an den Plan rangehen. Was habe ich denn hier noch? Ja, ein bisschen was rumpeln und rudeln lassen. Sehr schön. Schwefel packen wir hier rein. So. Gut. Wie ist denn da der Aufbau? Wir gucken da mal nach. Wir wollen ganz gerne herstellen. Slack Slurry. Na gut. Verwendung. So. Das kann man dazu verwenden. Kann man aber auch Slack Slurry verwenden. Das heißt, wir brauchen 5-mal Slack. Für Sulfuric Acid. Wir kriegen aus einem Slack 2 Crushed Stone. Ich glaube, wenn man das herstellen möchte, nee, das ist die Verwendung, wenn man das herstellen möchte, gibt es 2, 3 sogar. 20 Crushed Stone, 15 bringt 50. Und 5 und 15 bringen 50. Also das ist auf jeden Fall besser als das. Das müssen wir also nicht vorher crushen. Weil hier müssten wir 10 Slack aufbringen dafür. So, also 5 Slack, 15 Sulfuric Acid. In einem Liquifier. Das heißt, wir brauchen dann hier nicht mehr die Crusher, sondern die Liquifier direkt. Und dann brauchen wir dann, was ist das für eine Produktionsgeschwindigkeit? Geht eigentlich ganz gut, ne? Also ich denke mal, wir machen dann da 4 Stück von, die wir zueinander stellen und in die Flüssigkeit quasi dann weiter nutzen. Denn diesen Slack Slurry, den können wir benutzen in einem in einer Filtration Unit. Ach, die muss noch durch die Filtration Unit, genau. Stimmt, die muss noch gefiltert werden. Da kommt nämlich dann das Sulfuric Wastewater wieder zurück, was wir dann zu Schwefel machen können. Und dann kommt da Mineral Sludge raus und ein derer Kohlefilter. Also müssen wir auch die Kohlefilterung noch bauen. Haben wir das schon erforscht? Das ist schon erforscht. Okay.
Dann zufällig Wastewater, das ins Fass haben wir noch nicht, und das wieder zurückzuführen hier zu blauen Algen, nee, das haben wir auch nicht, das zu Schwefel zu machen und mineralisierten Wasser ist natürlich auch interessant, dieses mineralisierte Wasser, das können wir dann natürlich auch weiter verwenden, also wir können theoretisch auch noch mineralisiertes Wasser wieder hier verarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das sogar wieder zu Stein machen kann oder so, das müsste dann ja auch möglich sein, ne? Jetzt muss ich unten Kohle hinbringen. Energie. Herstellung ist momentan nicht ausreichend für unseren Energieverbrauch. Das ist auf jeden Fall Fakt. Das kann man so beschreiben. Das kann man gar nicht anders sagen. Ne? Gut. Okay. Heißt, wir brauchen noch zwei Liquifier erstmal. Dann brauchen wir noch eine Filtration Unit. Dann gucken wir doch mal, dass wir die schon mal gebaut kriegen. Da. Eine Filtration Unit. Kriegen wir hin. So, und Liquifier, wo waren die versteckt? Hier die Frames brauchen wir noch, ne? Sorry, Bauplan, Kohlefilter. Achso. Filterframes brauchen wir ein paar Stück. Und jetzt machen wir mal 10 erstmal. Liquifier. Ah, da sind sie. Brauchen wir auch noch zwei Stück von. So, gut. Also, das wird jetzt erstmal fleißig produziert hier. Dann haben wir zumindest schon mal die Gerätschaften alle, um das dann weiter zu betreiben. Und dann mal gucken, was dabei rumkommt. Ich glaube, das ist dann... das mineralisierte Wasser, da müssen wir natürlich hier wahrscheinlich dann nochmal extra was für bauen, wo wir das denn verwenden und wie wir das verwenden, aber das kriegen wir alles schon hin. Also ich bin guter Dinge, muss ich sagen. Ich bin echt guter Dinge. Momentan sieht das ganz gut aus. So, 527 mal die Hälfte haben wir ungefähr von dem Sand, den wir brauchen. Also wenn ich das alles aufbaue, vielleicht brauche ich bloß die Hälfte am Platz dann. Weil wir brauchen ja dann doch wieder die Rüttler, ne, die dann dieses Rohmaterial durchrütteln in Richtung Eisenerz und Kupfererz, was wir dann da brauchen. Die Crusher brauchen wir noch weiterhin. Also da kommt nicht allzu viel dazwischen. Ne? Also das brauchen wir noch. Also wir können, wenn wir jetzt mit dem Sand noch nicht kommen, können wir hier auch sagen, wir bauen hier hinten erstmal aus oder hier oben ein Dings ran für das Windkraftanlage, dass wir den Platz erstmal benutzen. Es würde schneller gehen. Aber wir müssen auch um viel Energieversorgung einiges noch tun. Also hier werden wir auf jeden Fall erstmal den... Da werde ich eine Kiste dazwischen setzen. Damit da eine Kiste überläuft. Damit der dann da oben für mich ab und zu mal was produzieren kann. Weil das so geht das hier nicht mehr da. Das ist ein untragbarer Zustand. Ach ja, jetzt haben wir ja die Teilabgriffsbänder schon. Ach, wir haben doch Teilabgriffsbänder, die alten schon. Interessant, interessant, interessant für diese Ofentechnik da oben, dass ich die Öfen da ein bisschen besser bedient bekomme. So, dann lass hier die Kiste irgendwann mal überlaufen, aber nicht die Produktion anhalten, weil die Produktion von dem Material kann ruhig kommen. Und wenn wir dann ab und zu das selber in den Öfen schmeißen müssen, das ist auch gut. Water Treatment haben wir erforscht. Heißt, wir gehen weiter in der Forschung und können dann hier jetzt Bioprocessing 2 erforschen, welches uns dann erlaubt, mit mineralisiertem Wasser und Carbondioxid direkt grüne Algen herzustellen, ohne dass braune dabei rumkommen. Na klar, müssen wir dann auch das Gas dazu herstellen. Methanolgas können wir dann schon herstellen aus Zellulosefiber. Also selbst das geht dann schon. Lithiumchlorid können wir schon herstellen aus braunen Algen. Und wir können dann Sodiumcarbonat herstellen, auch aus braunen Algen und Purified Water. Nicht schlecht, Herr Specht. So, hier sind die Insert, das Drop Offset. Das ist bloß für den Offset, ne? Das ist jetzt, ob man Shorty oder nicht ein Shorty machen will.
könnte man auch für interessant halten, brauche ich aber erstmal glaube ich nicht. Allows insert das range to be configured, also das wäre die Konfiguration, ja das machen wir auf jeden Fall erstmal, das kriegen wir nochmal hin. Also da gehen wir hin, dann gehen wir auf Advanced Iron Smelting müssen wir dann noch gehen und dann ist das auch nochmal dort an der Stelle auch nochmal ein bisschen interessanter. Momentan sieht es ja ganz gut aus mit den Materialien, die wir hier reinkriegen. Das funktioniert ja echt gut. Stehst du? Nee, du stehst nicht. Du produzierst ziemlich erfolgreich sogar. Da würde ich mir fast sagen. Mache ich mal ganz kurz diesen hier. Ja. Habe ich da nicht mal zu wenig von? Naja. So, dann kann ich nämlich hier mal ganz kurz das Rohmaterial hier rausnehmen. Und gib dir mal Rohmaterial rein hier, dass du ein bisschen mal produzieren kannst. So. Kohle brauchst du jetzt noch. Ach, Mann, Mann, Mann. So, gibt's ein bisschen Kohle hier für dich. Dann kannst du nämlich auch Forschungsfläschchen machen. Dann kriegen wir vielleicht ein bisschen schneller noch ein paar Forschungsfläschchen ran und dann. Also die ja noch produzieren wieder, okay. Und dann kannst du einmal hier sozusagen mitproduzieren, damit wir dann hier mehr Forschungsfläche haben und dann die Forschung ein bisschen schneller läuft. Alles klar, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen. Entschuldigung für den Räusperer, da war gerade ein Brösel auf der Schalmei. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Wenn wir dann hier wahrscheinlich eine Hälfte in diese Richtung ausbauen und dann den Platz hier hinten trotzdem nutzen müssen. Denke mal, irgendwie wird das so darauf hinauslaufen. Das kriegen wir dann aber hin. Ich denke mal, das kriegen wir schon gemanagt. Bis dahin haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Sand noch von all den ganzen wunderschönen Sachen, die hier passieren. Also, ich meine, momentan ist denn die automatische Eisenproduktion eigentlich schon mal ganz angenehm, ne? Also mir gefällt das schon mal ganz gut. Also schon gute Mengen, die da rauskommen. Bis denn. Tschüss.